Herzlich willkommen zurück zu Against the Storm. Wir haben die letzte Runde, haben wir ja gewonnen. Sunla, haben wir ja gewonnen. Und wir hatten ja überlegt, in der nächsten Runde hier hinzugehen. Aber ich habe dann, guckt mal. Was ist denn, wenn wir einfach hier hingehen? Zerschmetterter Obelisk. Du kannst die Pausenfunktion nicht verwenden. Antike Wertsache oder Ressourcen, die ein anderer Vizekönig verloren hat, wähle die Truhe aus, um ihre Einheit einzusammeln. Muss sich innerhalb des Vorlaufreichweite befinden. Also wenn wir hier anfangen und schon wieder die, wir kriegen schon wieder die Harpien dabei, ne? Prestige 7 haben wir jetzt mittlerweile. Das heißt, unsere Dorfbewohner haben einen höheren Verbrauch an Luxuswaren. Sehr schön. Ah, wir nehmen die Menschen mit. 15, 7, 7, 21. Oh, oh, oh. Aber nur 7 Holz, ne? Ist nicht schlimm. Wir nehmen die mit. Haben aber hier die Fleischspieße. Dann nehmen wir die noch mit. Wir nehmen das Holz mit. Wir nehmen... Was nehmen wir denn noch mit? 6 Punkte. Ich würde, haben wir Lehm, wir haben Ziel. Dann nehmen wir Lehm mit. Und dann würde ich nur auf Essen wieder gehen. Oder gehe ich auf Stein? Oder aber wir lassen das raus, weil Essen haben wir ja. Und wir nehmen das Bernstein mit. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann probieren wir es mal so. Wir probieren es einfach mal. Ich wollte sowieso gucken, ich denke mal, ich werde jetzt noch 4 Aufnahmen machen. Die Dorfbewohner haben vergessen, wie ein bescheidenes Leben aussieht. Sie wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Dorfbewohner haben eine Chance von 50%, die doppelte Menge an Luxuswaren zu verbrauchen. Ja, sehr schön. Die Großzügigkeit der Königin kennt keine Grenzen. Jedes Mal, wenn du Waren im Wert von 10 Bernstein verkaufst, erhältst du 2 Bernstein wieder. Nur während der Saison aktiv Nieselregen. Na schön, dann bin ich ja froh. Dann bin ich ja froh, dass der Händler nicht im Nieselregen kommt. Sehr schön. Dann ist er wieder fantastisch. Da bringt mir, das ist doch wieder sehr hoffnungsvoll, ist das. So, dann baue ich da nämlich direkt den Händler hin. Groß, klein, klein, groß, groß. Okay. Den setzen wir da hin. Da könnten wir einen kleinen Kräutersammler. Wobei da, nee, da baue ich die Feldküche direkt hin. Da bauen wir die Feldküche hin. Daneben bauen wir direkt die primitive Werkbank. Dann haben wir die auch schon. Hier bauen wir das Holzfällerlager hin. Eins. Und eins könnten wir eigentlich dahinter bauen. Ne? Dann kann der doch da reingehen. So. Das. So, 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 so. Die ziehe ich hier runter. Dann bauen wir hier Häuser rein. So. Unser Reproduktor. Der Tischler. Sehr schön. Kräutergarten. Bäckerei. Habe ich hier? Nein, habe ich nicht. Dann könnte ich doch direkt die Bäckerei oder den Kräutersammler. Dann hätte ich den großen, ne? Ja, komm, nehmen wir den Kräutersammler. Mehl. Kupferbank, Keramik, nehmen wir das Pochwerk noch. Jetzt setze ich den nämlich dahin. So. Ach, die, ach ja, stimmt, die geht nicht. Die geht nicht, okay. Und wir können darauf gehen, das funktioniert auch.
Dit funktioniert auch. Dann können wir da die Bänke schon mal hinknallen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Primitive Werkbank. Unsere Aufgabe. Menschenentschlossenheit auf 22, das kriegen wir hin, sollten wir hinkriegen. 6 Unterkünfte in 3 Minuten. 2 habe ich. Da so einmal. Manche Beziehungen, 3 Wurzeln pro Minute. Ja, 3 Wurzeln pro Minute. Wunderbar. Du gehst da rein. Dich setze ich da rein. So. Ne Gruft, oh du Schuft. Kohle könnte ich, ne? Warte. Ach, kann ich hier gar nicht. Manche haben wir. Okay. Aber wir haben jetzt gleich Dings, ne? Genau. Dann mache ich den gleich. Manufaktur, Manufaktur. Sehr schön, den haben wir Verschreibungsgerät leben, das Werkstatt. Da habe ich das Pochwerk, ne? Und dafür brauche ich einen Geysir. Dafür brauche ich einen Geysir, den baue ich. Hatte ich den vorhin nicht schon hingebracht? Stimmt gar nicht. Den habe ich auch hier, ne? Ja. So. Dann setze ich den da rein. Dann kann ich daneben schon mal das Pochwerk bauen. Aber ich würde es am liebsten dahinter setzen, ne? Regenpunk Sägewerk. Oh, Sägewerk. Beim Versuch, die Fischmenschen in die Höhle einzudringen, werden alle Totems aktiv. Okay. Kann ich aber auch nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. So, den da rein. Kann ich da zumindest mal die Straße wieder ziehen? Machen wir schneller hier. Da könnte ich dann bauen, da kein Papa lagern, ne? So, den auch weg. Aber ich könnte zuerst so den machen, ne? Nehmen wir den zuerst. Dann habe ich den schon mal weg.
Dich ziehe ich da rein. Obdachlosen habe ich ja keinen, ne? Nein. Obdachlosen habe ich ja keinen da. Das waren nur 3 Totems. Ja gut, damit kann ich leben. Pestfolgeninfektion. Ach ja, den müssen wir ja auch noch bauen. Und setzt man den dahin. Mein Biber haut ab und meine Harpie haut ab. Und auf Wiedersehen, beide weg. Beide weg. Ja, lass mich mal eben da gucken. Nimm ich das. So, was brauche ich? Überfüllte Häuser, verlassene Wohnwagen, alter Füllzug, regelmäßige Karawanen. Nehme ich den. Wir brauchen da Wurzeln, Keramik, Mehl. Okay. Das Getreidewurzel nehme ich auch mit. Ja, komm, da kriege ich irgendwie, kriege ich das schon hin. Kräuter bräuchten wir auch. So, wir verkaufen die. 28, davon kann ich auch 3 verkaufen. Davon kann ich auch 3 verkaufen, weil ich die überhaupt nicht brauche. So, das. Harz kann ich nicht verkaufen. Verkaufe ich davon noch eine. So, jetzt brauche ich noch ein. So. Die sind da dran, ne? Da ist nicht. Öl. Oder Harz. Und ich habe gar nichts von beiden, ne? Gar nichts. Ärgert mich. Du bist fertig, dann kann ich da noch einen reinsetzen. Öl kann ich nicht herstellen. Insektenfleisch auch, hast du auch nicht, ne? Nee, hast du nicht. Wieso hast du das denn nicht? Scheiße. Insekten oder Fleisch? Ich müsste hier halt das Trapperlager haben, ne? So. Kann ich da die Blumenbeete reinpacken? Und ich glaube, den werde ich dann hier irgendwo reinsetzen. Nehme ich den. Werkstatt. Ja, komm. Du bist leer, ne? Sehr schön. So.
Du bist leer. Dann packe ich dich dahin. Da habe ich zumindest ein kleines Trapperlager. Dann muss ich hier aufpassen mit dem Totems. So, und dann können wir den auch aufmachen. Das geht. Da haben wir genug. Den hole ich raus, weil Brennholz habe ich auch genug. Da fehlt einer und der wird gleich auch leer gemacht, ne? Dann ist, kann ich ihm da. Also. Nur wenn dran ge... Ja, ich weiß, ich weiß. So. Da fehlt mir auch einer, ne? Da fehlt mir auch einer. Wobei der ist gleich fertig. Und wenn der fertig ist, die Totems, eine Reihe Totems für alle. Guckt es euch an, eine Reihe Totems. Totem, Totem. Jetzt hauen die schon wieder ab hier, ne? Harpy und alles. Bist du fertig? Noch nicht. Komm, machen wir das mal so. Auch wenn die jetzt abhauen werden. Biber, Speer, Erntehelfer. Maß an Verderb, ich weiß. Gerne mal gestellt, gerade. Haben wir hier keinen Kannibalismus? Nehmen wir die Biber, so. Nehmen wir das und dann nehmen wir eine Ranch. Da einer rein. Mehl hab ich. Keramik könnte ich noch gebrauchen. Dann würde ich Bretter habe ich auch.
Doch, wir nehmen das Fleisch mit. So. Wir nehmen das mit. Ich habe keine Leute mehr, ne? Das ist das Problem. Ich habe keine Leute mehr. Der ist auch leer. Der wird jetzt gleich leer. Da komme ich nicht hin. Badehaus, sehr schön. Kochwerk. Manufaktur. Die würde ich dann hier am liebsten hinsetzen. Ne? Die Manufaktur würde ich da am liebsten hinsetzen. Den habe ich auch fertig. Sehr schön. Kann ich hier irgendwie am liebsten da? Geh da rein. Geh da rein. Das habe ich so. Da müsste ich da die Straße verlängern. Kann ich den nämlich da reinsetzen? Badehaus habe ich, ne? Kosmetika, okay, müsste ich hier. Kosmetika müsste ich ja auch hinkriegen. So, dann habe ich noch einen Arbeiter. Sehr schön. Einen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kann ich das Badehaus doch hier hinsetzen, oder? Guck mal. Essen habe ich auch. Passt auch wunderbar. Ich glaube oder befürchtet, dass die Biber jetzt gleich abhauen. Ja, die werden als erstes abhauen. Aber Harpien habe ich keine. Da hauen sie doch schon ab. Hieß mal, wenn du warnen willst, das brauche ich nicht. Nein. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Dann brauche ich da den. Der muss als allererstes hier gebaut werden. Der hier. Damit ich da welche reinpacken kann. Du bist leer. So.
Du bist leer, da müssen zwei rein. So, dann kann ich dich nämlich da reinschieben. Dann ist Waluf ist auch wieder da. Oh, guck mal. Bringt mir nichts. Da würde ich auch nur 8 kriegen, ne? Und die. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich überlegen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Hochwerk. 6 für 2. Einer kostet einer, ne? 10. 32. So. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal Kupferbarren selber herstellen, damit die dann hier weitermachen. Hier muss einer rein. Und da muss noch einer rein. So. Hast du nichts, was ich sonst noch gebrauchen könnte? Für jede Produktion von 10 Bären erhältst du 2 kristallisierte Taus. Oh, die wären natürlich auch geil, ne? Komme ich auf 15? Tausend, zwei, 12. Wie viel Holz habe ich? Handeln. So. Wenn ich den plus 2 auf die Kupferbarrenproduktion, der ist doch tausendmal besser. Der ist doch tausendmal besser. Kann ich sonst noch irgendwas nehmen? Lasst mich überlegen. Wenn ich 100 Fasern, dann wäre ich auch wieder bei 14 Talern, ne? 14 Taler. Aber kriege ich nichts für. Nicht wirklich. Aber ich habe die Kupferproduktion, die müssen wir genau, die ist nämlich jetzt auf 4. Und das ist schon mal sehr gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Du bist da, ne? Da wären die Bären, aber die habe ich jetzt nicht. Dich kann ich auch hier reinsetzen. Dann könnte ich einen noch eigentlich hier reinsetzen, oder nicht? Ich habe die verkauft. Ich habe die verkauft. Die Ranch. Die Ranch. Die kann ich da hinpacken. Den packe ich mir da oben irgendwo hin. Da stört da keinen. So. Weil ich hatte auch noch eine Bäckerei, ne? Hatte ich keine Bäckerei?
Da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.